We'll see a doctor. Yes. Repair? Can't go into battle with broken equipment. Ja. Zwei Gold. Großartig. Bye. Bye. So, was wollte ich noch? Achso, ja, genau. Hier fast traveln und dann können wir gleich mal. Zwei Stunden, glaube ich, war es, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Waiten. Genau. Zwei Stunden. Und dann suchen wir mal einen Typen, der hier irgendwo am Wall steht. Falls ihr ihn auch finden wollt, ich befinde mich gerade hier. Und wir gehen, also quasi direkt vor der Imperial City, und ich gehe mal hier lang. Irgendwo hier in den Nischen. Gesundheit. müsst ihr den einen. Irgendwo hier steht er. Und verkauft euch eben hier für einen relativ noblen Preis, glaube ich, eben Lockpicks. Ich glaube, 10 bis 20 müsste er im Inventory haben. Keine Lags. Ist ja aber zu verkraften. Hoffe ich doch mal. Ich hoffe mal, der steht in dem Fall eben schon zu der Uhrzeit hier. Ansonsten wäre das ein bisschen doof. Ansonsten könnte ich auch ein bisschen mal kurz auf uesp.net nachschauen. Aber 20 Uhr müsste, glaube ich, eigentlich reichen. Ich meine, er steht doch irgendwo hier in der Nähe von so einer Brücke eben. Ich habe ihn ja schon mal gesucht und nicht gefunden, aber wir scheinen hier ein kleines Déjà-vu zu erleben. Ich dachte gerade schon, er steht hier. Kleiner Lichtblick. Oh, wenn ich wissen würde, wie der heißt, dann könnte ich eben mal kurz nachschauen, aber doof. Aber ja, wie gesagt, wir scheinen wirklich gerade ein kleines Déjà-vu zu haben. Moment, ich pausiere mal kurz die Aufnahme und schau mal auf usp.net nach. Da müsste er eigentlich dann da stehen. Warum kommt der denn hier hoch, ey? Dann ist doch der Timberwolf hier. Weg mit dir! Ha! So wenig Damage, ey. War ich so serious? Wobei, ich glaube, Blade plus 10 insgesamt mit dem Anzug, den wir gerade anhaben, soweit ich weiß. Also mit Hood und, Block. Oh, Moment, ich pausiere mal kurz die Aufnahme und werde mal hier auf uesp.net nachschauen, wo der Typ sich befindet und um wie viel Uhr. Hier, safe. Ne? So. Also bis gleich. Tja, mein Lieber. Ich hab gerade was nachgelesen, was sogar noch leichter ist. Das ist ja großartig. Ihr könnt in der Dark Brotherhood sogar auch anscheinend Lockpicks kaufen. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist großartig. So. Und zwar, so wie ich das gelesen habe, bei der kleinen Katze, die uns ja so gerne mag. Na, komm. Komm, Game, so. Bei der können wir eben anscheinend auch Lockpicks kaufen. Großartig. Werden wir doch gleich mal auschecken, ob der Typ, der das hier im Jahre 2006 geschrieben hat, die Wahrheit sagt oder eben nicht. Aber ich vertraue mal auf das Gute im Menschen. Da habe ich uns auf Webfail.at eine tolle Story gelesen. Kann ich einmal kurz breitreten. Einer hat auf Facebook geschrieben, dass irgendeiner ihr Fahrrad geklaut hat, ja? Dann kam sie irgendwann zurück und dann war das Fahrrad wieder da mit einem Zettel. Und er hat geschrieben, ja, hier, tut mir leid, war in Eile und brauchte das Fahrrad. Und er hat dann eben noch Kinokarten dazugelegt, ja? Er hat so geschrieben, ja, gibt wohl doch noch das gute Menschen. Und als er dann im Kino war und wieder zurück, haben sie die Wohnung leer geräumt. Das ist großartig. So, Momentchen. War mal denn unser kleines Kätzchen? I am honored by your presence. Ja, mal quasi ein Pferd, mehr oder weniger, nah dran. Er stand ja hier, glaube ich. Das letzte Mal. Das ist er nicht. Diesen Typen zu finden, ist echt immer nicht wirklich meine Lieblingsbeschäftigung.
Hier war er auch nicht. Dann ist er, glaube ich, normalerweise hier drin. Soweit ich mich richtig erinnere. Yep. You again. I thought I made. Eat my ass. Ne, hier nicht. Von dem können wir. Hurry it up. Uns hier. Spells holen, obwohl ich schon mal hier diesen Frost-Damage-Spell eigentlich nehmen könnte. Wir haben nicht genug Magic dafür, aber sobald wir eben hier ein paar Level aufgestiegen sind, und ich glaube, unser Destruction-Skill müsste auch schon reichen, dann können wir... Moment, ist das On Touch? On Target, sehr gut. Weil On Touch, da müssen wir ja nahe den Rand gehen, und ich mache das lieber, wenn ich das von Weitem casten kann. Ja, laber nicht zu. Wer verkauft uns denn noch Sachen? Wirklich nicht der? You again. Doch. I don't have all Hurry it up. 7 Uses ist natürlich doof. 5 Damage nur. Lass mal stecken, sprichwörtlich. Na, ja, passt. Detect Life. Nehme ich. Ich hoffe, dass ich genug Kohle habe noch. Hands of Midnight. Hand to Hand. Chameleon. No, resist normal weapons. Sun Damage. Nee. Lockpicks 30, Epicness! Sehr gut! Wie viel kosten die? 150 nehme ich. Großartig. Super! Open Easy Lock. On Target. Ja, hallo! Großartig! Just Ja, laber nicht. Foul smelling it. Dumme Impulse, kann auch mal G-String! So, alles klar. Das ist sehr großartig. Hier mal einen schönen Großeinkauf getätigt. Und mit Detect Life können wir übrigens, das werdet ihr gleich sehen, ich leg's mal kurz um. Na, steht mir doch, ne? Sieht man zwar nicht, aber es ist ja Latex. Und jetzt werdet ihr gleich sehen. Hier, so werden dann, also ihr könnt euch das Ganze hier durch, wie ihr seht, durch Säulen oder auch durch Wände eben sehen. Das heißt, wenn ihr eben gerade sneaken müsst, dann könnt ihr ja mal nicht so gucken, ob hier irgendjemand ist, sondern dann könnt ihr einfach hier euch hinknien und dann seht ihr eben mit diesem, auf wie viel Fuß? 30 Fuß, glaube ich. Ja, auf 30 Fuß eben hier die Leute. Eben auch durch Wände und ähnliches. Sehr, sehr nützliches Teil. Sehr schön. So wie ich jetzt zum Beispiel auch. Ich hab's gerade ausgezogen, oder? Ja. Ah ja, gut. Alles klar. So, nächstes Quest kann man uns zumindest schon mal anhören. I have a special contract that needs fulfillment. In truth, I don't wish to offer it to any other family member. I've come to rely on your abilities. Hm? Contract? We're usually called upon to take a life. But not this time. This contract requires us to stage the assassination of a marked man. Are you ready? Klingt leicht. Yes, I'm ready. I accept. You must go to the city of Coral and break into the house of François Mottieri. Inside you will find Mottieri waiting for you. Do not kill him. You see, François Mottieri is a marked man. He owes a considerable sum to the wrong kind of people. So they have sent an enforcer to kill him. Here. You will use this specially poisoned knife to stage Mottieri's death in the enforcer's presence. Mottieri himself will provide more details. This is an unusual contract. Mottieri had to make a special arrangement with us before it was approved. I trust in your professionalism. Wunderbar. So. Spill some blood for me, dear brother. Moment. A pleasure to speak with you. Poison knife. The blade has been coated with a rare poison called Langerwein. One drop in a normal human bloodstream will mimic the effects of death immediately. I have provided you with a vial of antidote, which will be used to revive François Mottieri after you successfully stage his death. You should also know that there's only enough Langerwein on the blade for this one contract. After Mottieri is sliced, the knife will be useless. Alles klar. Spill some blood for me, dear brother. So, das werden wir dann das nächste Mal machen. Ich gehe schon mal kurz raus. Und, Moment. Haben wir jetzt einen Key bekommen hierfür? Oder nicht? Natürlich nicht. Ach, nervig. Wie gesagt, um dieses Quest werden wir uns dann das nächste Mal kümmern. Da kann ich nochmal kurz, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, im Journal nachschauen, um nochmal mich genau zu vergewissern, was wir denn eigentlich machen müssen letzten Endes. Also das Quest ist ein bisschen tricky, sag ich mal, oder ein bisschen schwerer als die wir bisher gemacht haben.
Sollten wir aber definitiv noch hinkriegen. Und ich glaube, er hat auch nichts zu einem Bonus gesagt, oder? Mal abwarten. So. Dann können wir schon mit dem Knife ausstatten und... Moment. Ja. Und dann machen wir hier das nächste Mal weiter mit Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich hoffe, die Parts haben euch gefallen. Wie gesagt, es hat ja jetzt... ich habe ja eine kleine Auszeit nehmen müssen, weil ich ja ein bisschen erkrankt war. Mittlerweile geht's mir aber, wie ihr gemerkt habt, bin ich wieder auf dem Damm. Das niedrige Niveau ist wieder in euer Leben zurückgekehrt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, die Parts haben euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion mit dem I Only Love All Asian Ladies Love Giant. Und ihr habt bestimmt drauf gewartet. Und ihr kennt den Spruch und ihr liebt ihn hoffentlich genauso sehr wie ich, denn er spiegelt die Wahrheit wieder wie kein zweites Statement auf diesem Planeten. Der! I only love all Asian ladies. Love Giant has spoken.